Ja, wenn ich mir die Mühe schon mache, dann soll es halt auch halten. Sonst brauche ich es ja gar nicht anfangen. So. Jetzt einfach Leim hier hin. Schön satt, dass es rausdrückt ein bisschen. Dann wissen wir, dass genug Leim da ist, weil die Fläche ja auch nicht perfekt eben ist. Deswegen schon ein klein bisschen ein Leimbett hinmachen. Ein Bett, ja. Wer hat aus meinem Bettchen getrunken? Aus meinem Bettchen getrunken. Truppi, du solltest die Märchen halt einfach mal lesen, alter Märchenerzähler. So, ich mache jetzt hier gleich Schrauben rein. Das sichert die Verbindung und gibt auch gleichmäßig Druck zum Trocknen. So, hoffentlich passt jetzt. So, jetzt haben wir die drei Rahmen. Wie ihr seht, die schleppen wir jetzt nach oben. Dann kommt der Scheiß hoffentlich zusammen, weil sonst flippe ich gleich noch viel, viel mehr aus. Kennt ihr so Projekte, von denen ihr wisst, die werden scheiße? Das ist so ein Projekt. Das ist so, dass ich könnte das so easy brechen. Ich stelle es jetzt mal fertig, aber ich warne euch, ich mache es das ja nicht nach. Das ist die dümmste Idee, ein Regal zu bauen, wie ich es jetzt mache. Wenn es zusammenbricht, ist es mir auch egal, sei ich ganz ehrlich, dann scheiße ich drauf. Dann soll es kaputt gehen, ist mir auch wurscht. Herrgott, das ist so eine Scheißkonstruktion. Ach, Kack. Wenn es nicht hält, dann darf ich es zusammen, das zeige ich dir. Das sind jetzt die Scheißschrauben. Herrgott, ihr habt schon wieder echt keinen Bock, geht's gleich heim. Wenn ihr falsch rum aufbaut, ach, drehen wir es halt um. Das ist so ein Scheißprojekt. Ja, Leim, komm, auf den Boden, da gehörst du hin. Das hält doch nicht. Das bricht doch jetzt schon scharf fast. Ich muss zu meinem Erstaunen feststellen, dass dieser Haufen Scheiße hier gar nicht so scheiße ist. Der wird immer stabiler. Also das ist tatsächlich stabil. Aber trotzdem macht es keiner nach, dass es klar ist. Die ist echt gut, muss ich sagen. Also das Ding ist jetzt wirklich stabil. Ich hoffe, dass jetzt die auch alle auf einer Ebene sind. Sonst ist Scheiße. Und dann machen wir jetzt erst einmal Böden rein. So, ich habe jetzt hier ein paar OSB-Böden geschnitten. Ganz dünn. Da kommt nichts Schweres drauf. Kommt bloß die Kisten mit Lagerzeug. Also so schlecht ist das Regal jetzt auch nicht. Vielleicht war ich da vorhin etwas voreilig mit meinen Einschätzungen, aber... So, dann bestücken wir es mal. Endlich. Da warte ich schon lange drauf. Ich habe jetzt alle Deckel drin. Ihr wisst ja, transparente Boxen und so, Deckel, Dreck und so. Die Kette wegmachen. Danke nochmal an die Firma Keeper, die mir die Dinger gestellt hat. Fand ich super nett. Die haben geschrieben, hey, wir finden deinen Kanal cool, brauchst du Boxen? Und ich gesagt, ja klar. Und dann haben die mir die Boxen geschickt. Super, kann ich echt super brauchen. Und Leute, wenn ihr Boxen kauft, dann transparente, dann seht ihr, was drin ist. So, abschließend kann ich sagen, das Regal ist doch relativ stabil geworden. Natürlich, wenn ich jetzt rumreiß, dann bricht es auch irgendwann zusammen, das ist klar. Aber für das, was reinkommt, hier kommen leichte Sachen rein zum Lagern, hier kommen keine Motoren rein. Da tut das Ding allemal. Das hat jetzt, keine Ahnung, was hat das Ding gekostet? 40 Euro, lass es 50 Euro gekostet haben. Dafür kriegst du halt so ein großes Regal, vor allem auch so stabil, nicht mal bei Ikea. Das, naja, gut. So Leute, ich mache gerade das zweite Regal, ich habe kurz entschieden, ich zeige euch trotzdem, wie ich es mache. Ich zeige es nur, ich mache jetzt da keinen Film drüber. Und zwar, ich habe jetzt... So schaut es echt stabil aus und geht viel schneller. Ich habe jetzt nochmal diese Nuten geschnitten, aber wie ihr seht, ich habe die Struktur vom Holz nicht so geschwächt. Ich bin nicht so tief hinein. Das ist das Gute. Und hier kommen dann die Quersparren. Und diese Teile habe ich nur verbunden, indem ich diese Teile, die ihr seht, nur so hinlege und dann nur verschraube. Also ich habe da weder Dübel rein noch sonst was. Jetzt fällt mir schnell ein kleiner halber Scheiß runter.
Tisch zu klein, ist ein Meter breit, zu klein. Ich habe die jetzt nur so reingeschraubt, geleimt, geschraubt, zwei Schrauben, dass sie es nicht verdreht. Also genau zu sein, so. Und das, ich zeige es euch mal. Der Leim ist jetzt noch nicht ganz trocken, aber das Ding ist wirklich stabil. Ja, da kannst du dich draufstellen. Das ist ja nur dafür da, dass dieses Regal nicht auseinanderfällt. Die wirkliche Kraft ruht ja dann hier drauf. Und hier haben wir ja auch diese Überblasung. Also das ist eine gute Möglichkeit, das schnell zu machen. Weil das andere, das war ein Graus. Und ich habe die Holzstruktur viel zu viel geschwächt. Schaut, dass ihr da wenig abnehmt. Das ist ja nur dafür da, dass das ruhen kann. Es wird ja geschraubt und verleimt auch noch. Ich zeige es jetzt trotzdem. Kann ja nicht schaden. Ja, schiefer geht's nicht, gell? Was soll's? So, und wie schon mal erwähnt, Leute, gebt euch bei dem Regal nicht zu viel Mühe, was Schönheit angeht. Die sind unbehandelt von mir, die Dinger. Das ist ein Lagerregal, also macht euch da nicht zu viel Arbeit. Die Seite war höher, das heißt, die Latte lag immer schief. Ich habe jetzt hier eine Behelfsplatte drauf. Ich muss diesen ganzen Kasten nochmal neu bauen, einfach aus dem Grund. Ich war es von einer alten Werkstatt gewohnt. Hier ist ja die Fräse, dass ich mich umdrehe, eine Schublade habe und da waren die ganzen Frässachen drin. Das heißt, der Kasten war eh eine Fehlkonstruktion, den baue ich nochmal neu. Aber das hat Zeit, das machen wir nicht jetzt. Das Regal ist nicht nur billiger als bei IKEA, sondern in der Zeit, in der du zu IKEA fährst und das Ding kaufst, in der Zeit baue ich das. So, zeige ich euch, schaut her, das geht jetzt hier rein, zack, zwei Schrauben rein, zack, zack, fertig. So schnell geht es. Ihr seht, es gibt keine wirkliche Ausrede mehr, kein Regal zu bauen. Das geht so schnell, Leute. So, Böden rein, aber das zeige ich euch nicht mehr. Ich mache jetzt die Böden rein und dann zeige ich euch, wenn es fertig eingeräumt ist. So, nächster Tag. Schaut euch mal an, ich zeige es euch mal am Boden. Bisschen Müll ist entstanden. Ich habe nur ein bisschen mehr gemacht, aber ich zeige es euch mal kurz. So, welcome to the Lager. Das ist das, was ihr nicht oft sehen werdet, weil hier oben gibt es ja kein Ding. So schaut es jetzt eingeräumt aus. Noch nicht fertig, aber warum nächster Tag? Ich habe diese zwei Schätze noch gebaut. Und zwar denke ich mir, komm, wenn du das einmal anfängst, dann machst du es gleich ein zweites Mal. Dann habe ich jetzt hier alles voller Regale und ich kann das wirklich, die zweite Art, die ich gezeigt habe, das ist der Puste vom Hochlaufen. Kann ich euch echt empfehlen. Das geht relativ schnell. Ich habe jetzt für die zwei Regale ungefähr 5 Stunden gebraucht. Kostenpunkt für alle 200 Euro. Also ein Regal könnt ihr mal mit einem Fuffi ansetzen. Zwei Regale logischerweise 100 Euro. Also hier steht jetzt ungefähr, ja, sagen wir mal 250 Euro an Regalen. Aber für so wenig Geld, also das Regal kostet normalerweise so ein Huni. Der Meter kostet ein Huni bei eBay gebraucht. eBay Kleinanzeigen, deswegen macht so ein Regal selber. Macht auch echt Spaß und geht wie gesagt relativ schnell. Gut, das räume ich dann die Tage mal ein, aber wir machen gleich weiter mit dem nächsten Projekt.